Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Toad World 2 mit Makedonien. Und wir sind fertig. Wir haben Makedoniens Reich wieder erblühen lassen, sage ich mal. Wir haben, ja, Alexander den Großen gerecht. Wobei nichts zum Rächen war. Wir haben einfach so gespielt und das erobert, was er erobert hat und wie er erobert hat. Und genau, jetzt war der Wunsch, dass ich einfach weiterspielen soll. Also nehmen wir an, er wollte nicht über den Rand der Welt nach Indien, sondern er wollte Richtung Norden. Und da ist jetzt, sind jetzt die Roxolanen. Ein, ja, Nomadenvölkchen, wenn ich mich recht erinnere, das ja, für seine leichte Kavallerie bekannt war. Genau, dann, also ich werde jetzt versuchen, oder was heißt jetzt versuchen, also die Roxolanen und die Chimera sind eigentlich keine großen ja, Gegner mehr. Also ich werde auf jeden Fall hier den kompletten Osten dann einnehmen. Und dann, ja, mal schauen. Mal schauen, was ich dann mache. So. Der hat noch eine. Stolz. Können wir auf in die Schlacht? Einschüchtern Angst. Und hier Kriegsschrei. Ja, dann machen wir mal stolz. Machen wir mal die Soldaten stolz. Gut, der marschiert schon in den Süden hinein. Dann schauen wir mal, was die alles machen. Die brauche ich auch in den Süden. Der wird sich schon mal aufstellen. Alexander Stolz ist auch schon unterwegs. Sie ist auch unterwegs. Zum Rand der Welt. Ja, also an sich brauch ich nicht alle da. Also der, zum Rand der Welt wird mal die jagen und dann wird er von hier losschlagen. Genau. Was macht die denn hier? Achso. Mal scouten. Was, die Kinder des Zeus? Hä? Was machen die hier? So, warte, sollte der eine Armee aufstocken? Ich weiß es gar nicht. Ne, die ist wohl ganz woanders. Nee. Wieso habe ich die gebaut? Geht wieder auf die Felder. Gut. So. Die Frage ist, was passiert wäre, wenn Alexander nicht nach Indien gezogen wäre. Ich würde behaupten, es wäre genau dasselbe passiert. Weil, also Indien hat Alexander eigentlich nur eine kleine Krankheit gebracht, also eine kleine Grippe. Ja, nee, das, der hat Elefanten. Eine kleine Grippe eingefangen.
Aber vor allen Dingen waren seine ganzen Feiern und Rumgezeche, was weiß ich, was ihn dann wirklich Alexander Stolz, was ihn all die Jahre bisschen strapaziert hat. Und das war eben zusammen mit der Krankheit aus Indien, war das wirklich zu viel für ihn. Aber seine Armee wollte nicht mehr. Schon lange bevor er Richtung Indien gegangen ist. Die meisten seiner Anhänger sind bei ihm geblieben, wegen der Annahme, dass er wirklich nur wegen Persien das gemacht hat, also Dareios verfolgt hat und als Rache für die persischen Kriege, was natürlich auch voll der Nonsens war, weil das war einfach nur ein Vorwand, um gegen Persien Krieg zu führen. Und damit hat er eben die ganzen griechischen Stadtstaaten hinter sich versammelt oder geeint, also nicht alle natürlich. War ja klar, dass der jetzt zu einer feindlichen Armee, zu einem feindlichen Ding gehört. Na gut. Dann werde ich den mal umbringen lassen. So. Genau, und seine Armee hat schon sehr oft rebelliert und der hat ist ziemlich brutal dagegen vorgegangen. Was ihn auch nicht sehr also die, ja, seine Leute haben dann nicht sehr positiv drauf reagiert, sage ich mal so. Weil, sie hatten natürlich Angst, dass sie die Nächsten sind. Gut. Warte. Hey. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede. Dann werden wir den Krieger Gut. Und wer ist jetzt ein. Ah, die da. Ah, okay. Naja, dann. Oh. Okay, warte mal. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, also nicht, weil ich hier niemanden habe, also das auch natürlich, aber auch, weil Pergamon hier in der Nähe ist, also hier. Und ich will nicht, dass Pergamon noch größer wird. Pergamon ist auch hier. Warte, dann schicke ich mal bis zum Rand der Welt wieder zurück. Und die schicke ich mal hier rein. Alexanders Stolz kommt danach. Die auch. Gut, dann. Die scoutet mal Richtung Norden hoch. Die scoutet Richtung Spanien. Die scoutet gar nicht. Die bleibt hier. Der bleibt auch hier.
Und das war's gleich. Provinz. Öffentliche, öffentliche, ah, noch eine. Öffentliche Ordnung und Nahrung, ist immer gut. So. Es gibt eine Zeit. Ja, die ist nicht gekommen. Sorry. Die wird auch nicht kommen. Ja, der zieht sich schon. Ich weiß nicht, ob er sich zurückzieht oder sammelt. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ne? Ein einfacher Tribut. Ein Tribut, warum? Oh, hi. Schaffe ich das? Das schaffe ich zu 100%ig nicht. Der hat zu viele Fernkämpfer. Mazaka, oh. Meine Eisenvorkommen sind jetzt weg. Aber nicht mehr lange. Alter, nochmal. Ah, das kann ich schaffen. Das könnte ich sogar schaffen. Das könnte ich schaffen. So, von hier habe ich noch zwei Schiffe. Die können hier landen. Der kommt hier hin. Ich werde mich hier aufstellen. Wie immer eigentlich. So, hier stelle ich die da auf. Und hier stelle ich die da auf. Gut. Dann werde ich versuchen, mit ihm außen rum zu gehen und mit denen auch. Mal schauen, wie das funktioniert. Steinschleuderer, ja, sind halt. Sind ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe auch Steinschleuderer. Die sehen die doch gar nicht. War gut, dass sie gegen meine Steinschleuderer kämpfen und nicht gegen meinen General. Dann gehe ich mal mit denen vor. Oder doch nicht. Weil der wird hier kommen. Thank you.
Wieso sind die eigentlich jetzt wieder nicht mehr am Manken? Ein bisschen unlogisch. Der teilt sich zu sehr auf, das gefällt mir gar nicht. Der macht es besser, als ich gehofft hatte. Geht er jetzt wieder zurück? Ich versuch mal ein bisschen außen rum zu gehen. Der braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Sehr gut. Der wankt schon mal. Der wird beschossen. Programm, nur das Blöde ist, dass es jetzt vier Leute sind, zwei Leute. Aber jetzt stehen uns auch unsere Steinschleuderer zur Verfügung. Schön still bleiben, schön still bleiben. Wir kommen jetzt auch noch den nächsten. Hier kommen auch noch die nächsten. So schnell wie möglich wanken,
damit unser General, der feindliche General ist tot, hier mithelfen kann. Alles marschieren! Bürgerwehr! Steinschleuderer! Biegen! Bereit zum Einsatz! General! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Verdammt. Wieso gehen die wieder zurück? Super gut. Super gut. Das können wir jetzt vorspulen. So, schön wieder übernehmen, sonst verlieren wir. Warte, warum fliehen die beiden hier? Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, vor allen Dingen ein unlogischer. Hä? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wie konnte das denn jetzt passieren? Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist nicht... egal. Und jetzt brechen sie auch noch die Formation auf. So, dann hole ich uns mal. Dann hole ich uns mal die Steinschleuderer. Das war jetzt echt komisch, dass die komplette, die kompletten Einheiten plötzlich geflohen waren. Na egal. General, Holz ist eure Makedonien! So, tschüss. Bye bye. Bye bye. Ja, teurer Sieg, aber ich habe gewonnen, ne? Das war ein bisschen überflüssig, aber okay. Egal, das ist ja nur die Garnison. Das ist ja unwichtig. Alter, wir sind ja schon wieder bei 45 oder 44. 24. 45, hä? Was laber ich? Also, wir sind am Ende der Folge, wollte ich sagen. Und, genau. Ja. Danke fürs Zuschauen. Noch nicht. Die Abmoderation kommt dann erst, wenn hier das fertig ist. Oder wenn der mich nochmal angreift oder irgendjemand anders. Aber das wird nicht passieren, denn wir sind wieder bei mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.